Hallo und herzlich willkommen zur nun schon fünften Sendung von OrgaTV. Erstmal danke fürs Einschalten. Wir haben wieder unser Studio umgebaut, wie ihr seht. Heute findet die Sendung komplett nur an der Moderationstheke statt. Ich werde euch zunächst mal einen kleinen Überblick über die Sendung geben. Wir haben wieder interessante Themen für euch, unter anderem das Thema Nacht des Sports, eine Veranstaltung an der Neuberger Sportschule. Weiteres Thema MTP und wir haben auch Studiogäste dazu da. Und wir haben einen Beitrag für euch über die Kalli-Tour, wie ich mit Herrn Rainer Kallmund unterwegs war. Wir fangen aber zunächst einmal an mit dem Beitrag über Nacht des Sports. Es war, wie gesagt, eine Veranstaltung des Landessportverbandes Saar am 8. Mai. Die hat OrgaTV für euch besucht und wir haben euch ein paar Auszüge vom Rahmenprogramm zusammengestellt. Die Hermann-Neuberger Sportschule hat sich der breiten Öffentlichkeit präsentiert und bot eine Vielfalt von Mitmachaktionen für Besucher. Es gab auch ein Showprogramm mit verschiedenen Vorführungen von Tanzgruppen, Karate und Fechtvereinen und vieles mehr. Aber schaut euch einfach mal kurz selbst im Beitrag an. Wir von OrgaTV waren für euch am 8. Mai bei der Nacht des Sports, die von dem Landessportverband des Saarlandes organisiert wird. Dieses große Event steht ganz unter dem Motto, die Hermann-Neuberger Sportschule entdecken und dabei die Vielfalt des Vereinssports erleben. Sie boten den Besucherinnen und Besuchern eine Vielfalt an Mitmachaktionen sowie freundliche Beratung der Helferinnen und Helfer der Vereine und Verbände an. Wir hoffen, dass eure Neugier geweckt ist und ihr an dem nächsten Event teilnimmt oder sogar bei einer der Sportarten mitmacht. So, wie ihr jetzt gesehen habt, gab es an diesem Tag ein faszinierendes Show-Act, Live-Musik, ein großes sportliches Angebot, an dem alle Leute teilnehmen konnten und ja, war eine schöne Veranstaltung. Nun komme ich auch schon zu unserem nächsten Beitrag. Ich habe ja schon eben gesagt, dass wir auch das Thema MTP heute für euch in der Sendung haben. Dazu werden wir auch später noch zwei Studiogäste da haben. Aber zunächst einmal zeigen wir euch einen Beitrag darüber, was MTP so macht, über die Aktivitäten, Projekte, Veranstaltungen. Und wir haben auch ein Interview mit der ersten Vorsitzenden Katharina, die uns darüber informiert hat. Und schaut es euch einfach mal kurz selbst an. Ja, MTP steht für Marketing zwischen Theorie und Praxis, also MTP, Marketing, Theorie, Praxis. Und im Endeffekt haben wir uns, wie eben auch schon unser Name so teilweise sagt, auf die Fahnen geschrieben, den Studenten zur grauen Theorie, die eben an der Uni oftmals leider gelehrt wird. Gerade in der BWL ist das ja ein furchtbares Problem, dass einfach immer Folie auf Folie auf Folie folgt, die nötige Praxis zu vermitteln, die ihnen im Studium oft fehlt. Wir treffen uns jede Woche Dienstag, 18 Uhr. Und was wir da machen, ist sehr unterschiedlich. Also wir haben immer Projekte in der Mache, im Laufen. Aktuell unterstützen wir eine andere Studenteninitiative im Marketing, sprich Plan für die Kampagnen, Design für die, ihren Internetauftritt, ihre Flyer. Wir haben eigene Großevents wie Vorträge, wie Galaabende, die wir selber organisieren. Wir machen auch eine Blutspende auf dem Campus, sprich unser Tätigkeitsbereich ist vielfältig. Und ja,
um nicht zu sagen, unendlich breit gefächert, wie eben Marketing auch ist. Also aktuell im Moment haben wir ein Projekt mit der Refugee Law Clinic am Laufen. Haben vielleicht ein oder andere schon gehört. Das ist einfach eine Studenteninitiative bzw. ein Verein, der sich gerade in der Gründungsphase befindet, wo Studenten, Flüchtlingen helfen, sich eben gesellschaftlich, juristisch und sozial zurechtzufinden in Deutschland. Für die machen wir das Marketing. Dann steht im November auch unser mega großes Ereignis des Herbstes an, unsere Cannes-Rolle. Der ein oder andere wird hoffentlich schon mal da gewesen sein, wird hoffentlich schon mal davon gehört haben, wo wir die Gewinnerwerbefilme von den Cannes Lion Awards zeigen. Dann planen wir gerade eine Blutspende für den Juni. Intern für uns machen wir noch ein Kennenlernen-Event Ende Mai, wo wir Lasertag spielen gehen. Also wir beschäftigen uns halt sowohl mit Dingen, die Außenwirkung haben, als auch mit Veranstaltungen, die für uns intern gedacht sind. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich bin ein Mensch, der immer so viel redet, dass ein Satz wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Aber MCP steht dafür, sich Herausforderungen zu stellen. Von daher würde ich einfach mal sagen, ja, ein Satz. MCP ist der Wahnsinn. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen, weil es so unglaublich vielfältig ist. Zwei Studiengäste hier im Studio, die ich recht herzlich begrüße. Stell dich vielleicht einfach mal kurz selbst vor. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ich bin Laurin, ich bin momentan die zweite Vorsitzende vom MDP-PAU und ich studiere Jura, weil ich ein bisschen untypisch für einen Marketingverein. Habe auch ein bisschen BWL gemacht vorher und genau, studiere im zweiten Semester momentan. Also ich heiße Lukas, ich bin bei MTP hauptsächlich für Kommunikation verantwortlich, also Flyer und Werbemaßnahmen und auch ein bisschen Social Media. Okay. Ich studiere Master BWL und bin jetzt bald mit meinem Studium fertig, aber trotzdem noch fleißig dabei bei MTP. Schön. Ja, also ihr seid ja bei MTP tätig, was heißt das denn überhaupt und was macht der Verein denn? Also MTP steht für Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V., ist eine studentische Initiative, die sich halt hauptsächlich, wie der Name schon sagt, mit dem Marketing auseinandersetzt. Ein witziger Fakt ist eigentlich, dass der Verein in Saarbrücken gegründet wurde und mittlerweile an 17 anderen Universitäten in Deutschland vertreten ist, insgesamt über 3000 Mitglieder. Und Schwerpunkte sind innerhalb des Marketings vor allem Projekte, Vorträge, und einfach auch dieser Aspekt, dass man sich quasi einfach mit neuen Personen treffen kann, die man noch nicht kennt. Also man kann ganz viele Leute aus ganz Deutschland kennenlernen und natürlich auch gut mit Unternehmen und Professoren netzwerken. Ja, ist ja auch mal gut, wenn man sich noch neben der Uni auch ein bisschen engagiert, ne? Auf jeden Fall. Genau. Wie kam es dazu oder wie ist es zum MTP gekommen? Bei mir eigentlich durch eine Vorlesungsankündigung in meinem ersten Semester hier an der Uni vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren. Relativ früh und für mich war es eigentlich ein Grund, irgendwie neue Leute kennenzulernen, ein bisschen Praxis einzusammeln während des Studiums und hat funktioniert. Also ich bin da gelandet und habe dann auch relativ schnell ein Amt bekleidet und habe mich auch um die kreativen Sachen wie Lukas jetzt gekümmert, mache es auch nach wie vor, Flyer Design und so und konnte recht schnell viel Verantwortung übernehmen. Es war auf jeden Fall eine tolle Sache, in dem jungen Alter schon so viel machen zu können. Ja, schön. Also bei mir waren es eigentlich zwei verschiedene Sachen. Einmal bin ich generell gerne in einem Verein unterwegs oder engagiere mich auch gerne ehrenamtlich und deswegen ist natürlich sowas mit Bezug zum Studium eigentlich ganz interessant. Und zum Zweiten habe ich einfach den Flyer in der Vorlesung liegen gesehen mit einer Einladung zu einem, zu so einer Infoveranstaltung und ich dachte mir, jetzt wo du im Master bist, kannst du auch ein bisschen was für deinen Lebenslauf tun, ein bisschen Soft Skills sozusagen noch sammeln und dann bin ich einfach mal vorbeigekommen und dann auch dabei geblieben. Und es ist auch vielleicht für die Zuschauer interessant, also habt ihr irgendwie ein wöchentliches Treffen oder wie kommt man denn zu euch, an wen kann man sich wenden, wenn man mitmachen möchte oder wie läuft das ab?
Das ist eigentlich ganz leicht. Also wir treffen uns wöchentlich tatsächlich immer dienstags abends um 18 Uhr im Gebäude B22, direkt einmal Treppe hoch, dann ist direkt links eine Tür, da sind wir. Und in Kontakt treten geht es ganz einfach. Also wir haben eine Facebook-Homepage und auch eine normale Homepage natürlich. Und da stehen unsere E-Mail-Adressen und ihr könnt direkt mit mir oder mit Katharina direkt Kontakt aufnehmen und alle Fragen stellen, die ihr wollt. Und wir antworten euch natürlich gerne. Okay. Also wenn Interesse besteht, gerne dort melden. Ja, was gibt es im Moment für Projekte? Was habt ihr für Veranstaltungen am Laufen oder wo seid ihr am Plan im Moment? Also die Laurin hat ja gerade schon gesagt, dass wir uns einmal in der Woche treffen bei unserem Plenum. Da geht es hauptsächlich auch darum, wir haben öfter mal Firmen eingeladen, die Vorträge halten zu verschiedenen Themen, natürlich hauptsächlich aus dem Bereich Marketing, ist aber eigentlich immer ganz spannend und ganz unterhaltsam gestaltet. Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen wie eine Vorlesung, bei der die Hälfte der Menschen da einschläft, die da sitzen, sondern es ist schon eher wirklich interessant und Sachen, die auch wirklich aus der Praxis gegriffen sind. Und ansonsten haben wir noch ganz viele Projekte, die wir auch uni-intern veranstalten. Einmal zum Beispiel die Blutspende, die jedes Semester von uns organisiert wird. Aber auch sowas wie die Cannes-Rolle, wo die besten Werbefilme des Jahres prämiert werden, veranstalten wir ja regelmäßig. Und ein ganz neues Projekt, was wir jetzt noch hier haben, ist, wir begleiten die neue Studenteninitiative, die Refugee Law Clinic. Ja, die begleiten wir so ein bisschen kommunikationsmäßig. Also wir haben jetzt ein Corporate Design für die entworfen. Und schauen auch, dass sie so ein bisschen marketingtechnisch weit vorne mit dabei ist, sozusagen. Okay, was ist das genau? Also ich denke mal, jetzt die Zuschauer wissen vielleicht auch nicht, was ist jetzt diese Refugee Law Clinic? Könnt ihr da vielleicht mal kurz was zu erzählen? Klar, das ist eigentlich eine ganz neue Sache, die erst seit ganz kurzer Zeit besteht. Und zwar eine Jurastudentin, Jana heißt sie, hat das ins Leben gerufen. Diese Organisation gibt es sozusagen auch schon in anderen Unistädten und es geht hauptsächlich darum, Flüchtlingen zu helfen, die gerade ganz frisch nach Deutschland gekommen sind oder auch schon ein Ticken länger hier sind. Einfach für Papierkram, für Übersetzungen, weil die deutsche Bürokratie ist ja nicht immer ganz einfach. Einfach da Unterstützung tätig zu werden und genau. Und die Kooperation wurde eigentlich durch eine Kollegin von uns ins Leben gerufen, die sie persönlich kannte. Und die meinte, ja, können wir da nicht irgendwas machen? Und wir fanden die Idee toll. Und haben uns dann halt engagiert dafür und haben dann mit Diana zusammen einfach ein Marketingkonzept entwickelt. Sprich, wir haben uns die Farbgebung überlegt für ein Logo, das Logo steht jetzt auch, genauso wie alle Vorbereitungen für die Vereinsgründung. Und das ist jetzt alles gut am Laufen und es ist alles sehr, sehr schön und gut angekommen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, da weiter mitzuarbeiten und ein richtig schönes Konzept zusammenzustellen. Ja, das ist ja eine gute Sache, ne? Ja, gut. Dann mal vielen Dank für das Interview. Danke auch. Ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Beitrag für euch. Und zwar wisst ihr, dass ich in der zweiten Sendung nicht da war. Da hat der Dominik mich ja in der Moderation vertreten. Und ich war ja mit dem Herrn Rainer Kammert unterwegs. Wir waren in München, Bottrop und Prag und verschiedenen anderen Städten. Und da habe ich euch, damit ihr auch wirklich klassisch unterwegs war, ein kleines Reisetagebuch zusammengestellt. Den ersten Teil sehen wir jetzt. Und den nächsten Teil werde ich euch schon nächste Woche zeigen, aber schaut einfach mal rein. Ich habe euch in der ersten Orca-TV-Sendung schon erzählt, dass ich eine Woche unterwegs sein werde und deswegen die zweite Sendung nicht moderieren kann. Ich bin mit dem Herrn Rainer Kallmund unterwegs. Und zwar war er der Erste, der auf dem VW Käfer von Borussia Neunkirchen unterschrieben hat. Ja, ich kam mit ihm in Kontakt und bin jetzt als seine Assistentin bei seinen Auftritten dabei. Gestern hat der Herr Kallmund einen Vortrag gehalten bei der Firma IDI Gatsby. Das ist ein großes Immobilienunternehmen. Das fand statt in der BMW-Welt in München. Und ansonsten geht es heute weiter nach Prag. Und dort wird morgen ein Vortrag sein bei der Firma Schüco. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran. Immer auf Empfang, 24 Stunden am Tag, getreu seinem Motto. Als der Kalli von Leverkusen gegangen ist, ist natürlich auch ein Stück Herz von Leverkusen mit weggegangen. Doch zum Glück ist Abtauchen nicht seine Sache. Und hängen lässt sich ein rastloser Typ wie er höchstens für einen seiner zahlreichen Partner. Kalli, der Werbestar. Auch auf diesem Gebiet übrigens ein echter Vollprofi. Ob in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, egal in welchem Verein, Bereich du dich engagierst, du hast nur Erfolg, wenn du ein bisschen positiv bekloppt bist. Die Typen, die um 5 Uhr nach Hause fahren,
von der Mama ein Einkaufsnetz kriegen und einkaufen gehen. Ja, die haben keine Vorkinder. Verstehst du? Die haben Montag den schwersten Tag, wenn sie drei Kalenderblättchen abreißen. Ne? Bei der Universität sagt man, die High Potentials ist die wichtigste Ressource für den Erfolg. Bei ihnen sind gute Arbeiter, gute, gelernte Handwerker. Das ist unser wichtigstes Gut. Und Marketing lässt sich ja nie rechnen und auch nie belegen. Mit der Gründung der Bundesliga und der ersten Bundesliga-Saison 1963-64 fing es mit 27.000 Zuschauern an. 11 Jahre später kamen fast 5.000 Leute weniger ins Stadion, trotz totalem sportlichem Erfolg. Auch bis zu dem Jahr 1990 gab es wieder starke Einbußen der Zuschauer, obwohl auch dort ein totaler sportlicher Erfolg stattfand. In den Jahren 1974 bis 1990 wurden wir zweimal Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions League und viermal UEFA-Cup-Sieger. Bis zur Saison 2005-2006, also ein Jahr vor der WM in Deutschland, stieg die Zuschauerzahl auf fast 41.000 an. Bis 2014 sogar fast auf 44.000. Doch woran liegt das dann? In den Jahren 74 bis 90 gab es den totalen sportlichen Erfolg und von 1990 bis 2014 gab es eigentlich einen Abbau vom sportlichen Erfolg. Es war eben so, dass Bertelsmann für die Saison knapp 120 Millionen uns unterschrieben hat, die öffentlich-rechtlichen vorher 17, 18 Millionen. Also rund 100 Millionen über Nacht mehr. Ja, da bitte ich mich auch so, ach, jetzt testen wir mal, wenn wir mehr Spiele zeigen. Statt der Methode immer Verknappung, Verknappung, da gucken wir mehr. Das klappt nicht. Da haben wir gesagt, wir wollen alles zeigen. Was passiert? Klares Branding im Stadion, 30 Kameras, jede Emotion, jedes Bild, jedes Spiel wird überzeugt, übertragen und alle laufen ins Stadion. Und sehen Sie, das bringt dann 40. In diesem Jahr hat es wieder 43.000. Marketing ist da ganz klar erkennbar, wie wichtig das ist. Klares Branding, klare Auftritte, klare Dokumentationen, denn der sportliche Erfolg war höchstens noch 30% von dem gleichen Zeitraum davor, wo es abwärts ging. Kompetenz ist klar. Das ist Bildung, Ausbildung, Know-how, Innovation, Kreativität. Aber ganz wichtig, deswegen zählen auch in Ihrem Job nicht nur die Schnellstarter. Nachhaltigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit, ich kriege nicht alles rum, Erreichbarkeit. Wichtig ist die Leidenschaft. Ich habe es eben, Identifikation mit Job, mit Produkt, mit meinen Kunden, Lieferanten, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Teamgeist, Begeisterung, Motivation, Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein. Erfolg ist im Fußball Kampf um jeden Ball, da fängt es an. Das heißt Kampf um jeden Kunden da innen. Kampf um jedes Tor. Kampf um jeden Auftrag. Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle. Sie weiß, sie muss schneller rennen als der schnellste Löwe und sie wird gefressen. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er weiß, er muss schneller rennen als die langsamste Gazelle. Oder überfordert. Bei Tagesanbruch muss man rennen. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich mit Herrn Rainer Kallmund einiges erlebt. Ich war mit ihm bei verschiedenen TV-Sendungen. Ich war mit ihm bei Let's Dance, bei der Sport1-Sendung Doppelpass vorletzte Woche Sonntag, wo auch Borussia Neunkirchen war und wo die Auktion des VW Käfers begonnen hat. Ja, und er macht wirklich viel mehr, als man so überhaupt mitbekommt. Also ich meine, man weiß natürlich, dass er mit dem Fußball immer zu tun hat, dass er auch bei Grill in Hensler verschiedenen Kochshows und sowas bekannt ist, aber er macht viel mehr. Also er hat auch zwei Bücher geschrieben, Fußball bekloppt und eine Kalorie kommt selten allein. Er hat eine eigene Fernsehshow gehabt, Iron Cully. Er hält Vorträge vor großen Firmen, wie ihr ja auch gerade schon ein paar Ausschnitte gesehen habt. Ja, und vieles mehr. Und da, diese Eindrücke, die man da sammelt, wenn man da mit ihm reist und diese Kontakte, die man da knüpft, das ist, ja, das ist Wahnsinn. Das wird man normalerweise niemals drankommen und das ist echt eine tolle Erfahrung.
Ja, dann sind wir auch heute schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Ich gebe euch aber noch einen Ausblick für nächste Woche. Wir haben nächste Woche einen Beitrag für euch über die Jobmesse, die OrcaTV für euch besucht hat. Außerdem gibt es einen Beitrag über Global Village. Das war die heutige Veranstaltung an der Uni, wo verschiedene Kulturen zusammenkommen. Es gab Stände mit Köstlichkeiten von verschiedenen Kulturen und vieles mehr. Ja, und wir haben noch einen weiteren Beitrag über das Reisetagebuch für euch. Das waren ja erst zwei Orte, die ihr da gesehen habt. Und wir waren ja auch noch in Bottrop bei der Aufzeichnung von Barbecue King, das gestern Abend im Fernsehen lief, mit Sonja Kraus, Janine Kunze, Ralf Möller, Ralf Richter, Brigitte Nielsen und ja, vielen mehr. Also das war auch eine coole Sache. ja, ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Wie immer 18.18 Uhr, orga.tv. Bis nächste Woche.